Bei uns dagegen schien Stillstand. Der traditionelle, autoritäre Deutschkonservativismus blieb vorherrschende Ideologie. Der Antikommunismus war raison d'être des Staates, quasi Staatsreligion. Die Mandarine der alten Machtelite walteten, schalteten, wie sie wollten. Systematische Systemkritik galt als kriminell. Die legale Fundamentalopposition war ausgeschaltet, die kommunistische Partei verboten. Die SPD hatte mit dem Godesberger Programm der Fundamentalopposition abgeschworen. Das Alte schien Sieger geblieben zu sein. Und ich? Ich, der sich eine ganz andere Republik wünschte als die real existierende, ich schrie und brüllte und sang dagegen an, so gut es eben ging. Das Brüllen von Degenhardt hat ja damals nichts genützt, Ende der 60er Jahre. Die NPD hatte ja sehr große Wahlerfolge. Naja, wenn man so will, hat natürlich auch die übrige Literatur von Anders und anderen Leuten, antifaschistische Literatur, auch nichts genützt. Also so eine unmittelbare Folge hat das nicht gehabt. Lieder sind ja kein materieller politischer Kampfwert in dem Sinne, dass sie nun die politische Situation verändern. Und ich glaube, eben eine Langzeitwirkung haben sie eben doch nicht. Denn sie heben bei den Leuten was ins Bewusstsein, was sie vorher nicht gewusst haben. Da hat Degenhardt und haben Leute wie er mit dem, was sie geschrieben haben, eben doch zu beigetragen, finde ich. Die haben eben doch bewusstseinsbildend gewirkt. Mehr als das mancher so glauben macht. Also uns sensibilisiert auf die Frage, die Gefahr von rechts. Und die ist ja noch immer nicht ausgestanden. Ist nicht ausgestanden. Und gleichzeitig ist ja doch eine Friedensbewegung erstarkt von beachtlichem Ausmaß. Und Degenhardt-Lieder spiegeln das. Also wenn heute auf Friedensbewegungsleute so eingeschlagen würde wie auf diesen Fotos hier, also ich möchte nicht wissen, dann muss der zuständige Polizeipräsident wahrscheinlich dann doch seinen Hut nehmen. Meine zweite Begegnung mit Degenhardt, die verlief ganz anders. Da habe ich mich an ihn gewandt als Rechtsanwalt. Das kam so, ich hatte in meinem eigenen Verlag, im Querverlag, den ich gegründet hatte, weil mir diese ganze Universitätsgeschichte nicht genügte, weil ich in diesem Verlag ein Buch rausgegeben habe, das Kampfreime hieß und politische Parolen, Slogans abdruckte, die sich gegen die Missstände in unserem Land richteten. Und mir als ehemaligen Reserveoffizier, oder als Reserveoffizier, ja, hat man das übel genommen. Man hat gesagt, Sie als Offizier dürfen so etwas nicht machen. Was war passiert? Ich hatte gegen das Soldatengesetz, gegen den Artikel 23, 2 oder 3 verstoßen, wonach man sich als Unteroffizier oder als Offizier nach dem Ausscheiden aus dem Dienst so zu verhalten habe, dass man jederzeit der Achtung, der Würde und dem Vertrauen gerecht werde, das für die Wiederverwendung in diesem Dienstgrad erforderlich sei. Und das war bei mir wohl nicht gegeben. Ich war kein Wehrdienstverweigerer, wollte es auch nicht sein. Ich habe gesagt, wenn man seine Meinung sagt, muss man sie überall sagen. Und da ich der Auffassung war, dass man gerade in der Bundeswehr, über die Bundeswehr informieren sollte, wollte ich diesen Prozess gewinnen. Da habe ich mich an Degenhardt gewandt, von dem mir noch das Lied in den Ohren klang. Also, wenn du mich fragst, Junge, soll ich gehen in die Armee? Kann ich dir nur sagen, Junge, wenn du stark genug bist, geh. Und das war die Strategie für die Verteidigung. Und ich habe in Degenhardt eigentlich einen sehr guten, einen sehr stärkenden Anwalt gehabt. Wir haben uns praktisch wie Freunde und Kollegen zusammengerauft. Und ich muss sagen, dass
Die Persönlichkeit von Degenhardt, die künstlerische, die politische und aber auch die juristische, entscheidend dazu beigetragen haben, dass wir diesen Prozess gewonnen haben. Das heißt, dass es zu einer Einstellung des Verfahrens kam. Die Arme fast ausgerenkt und in den Fäusten Tücher und Schals zum Nebenmann rechts und links, um die Lücke noch auszufüllen. Aber sie hatte nicht hingereicht, unsere Menschenkette. Bis Moskau sei da wohl nicht gekommen, was? Höhnte der Wirt. Vom Dauerregen durchnässt bis auf die Häute hockten wir in der kalten Kneipe. Das bröckelt ab, sagte einer von uns, und bald stehen wir wieder allein da. Und dann? Wir blickten belämmert in unsere halbleeren Gläser. Trinkt aus, sagte Rudi Schulte, die nächste Runde zahle ich. Er trug eins der längst aus der Mode gekommenen Palästinensertücher um Schultern und Hals und rieb seine beinlose Nase. Es hat sich doch was getan, sagte er. Das Ganze hat nämlich auch seine Geschichte. Oh Gott, stöhnten einige leise. Der rote Großvater, erzähl mal wieder. In den frühen 50er Jahren, fuhr Rudi Schulte fort, da waren wir schon mal viele. Zum Beispiel 52 in Essen, 30.000. Da haben sie Philipp Müller erschossen. Das wurden dann mehr und mehr, die ohne uns schrieben. Zu viele für die, die uns dann wieder auf die Matratzen trieben. Das konnten die damals noch, wenn ihr versteht, was ich meine. Und danach versickerte auch der Strom. Dann 62, da waren wir nicht mal 100 Mannequins. Mehr Polizisten als Ostermarschierer. Die ließen uns nicht in die Innenstadt rein. Das konnten die damals noch, wenn ihr versteht, was ich meine. Und vorneweg, da liefen der Dieter und die Fasia mit ihren Gitarren. Strontium 90 haben wir damals gesungen. Und unser Marsch ist eine gute Sache. Weißt du noch, Herbert? Dann Ostern 67, da war Frankfurt schon voll von Friedensfreunden. Frenzken, da hast du zum ersten Mal für uns gesungen, weißt du noch? Und die John Baez war da und sang We Shall Overcome. So schön wie ein Engelken. Ätzend, rief da die kleine Drehstadtwischen. Behindert? Nein, sagte Rudi Schulte, das war damals noch frisch. Dann 68, 69, die Studenten dabei. Amis raus aus Vietnam. Und der Marsch auf Bonn gegen die Notstandsgesetze gehörte da auch dazu. Dann in den späten 70ern gegen Neutronenbombe. In Essen marschierten fast 50.000. Nee, nix da, UZ, Zahlen. Dann 81 Oktober in Bonn, 300.000. Es ist an der Zeit, hat uns der Hannes gesungen. Und später die Menschenkette von Stuttgart bis Ulm. Und jetzt wieder Hasselbach, 150.000. Ich sage euch, es hat sich doch was getan. So, Prost! Und die nächste Runde zahlt Frenzken. Thank you.
Rinnsal wurde ein Bach, vor Rudi Schulte fort. Und daraus ein Fluss, und daraus ein Strom, breiter als in den 50er Jahren. So, und dieser Strom muss endlich ins Meer des Friedens fließen. Wow, schrie da die kleine Tritsch. Rudi, das hört sich ja an wie ein Lied von Peter Muffay, aber recht hast du ja. Wir lachten über unseren halbvollen Gläsern. Die Musicbox wurde angeknipst. Und ein paar tanzten noch, als morgens die Nachtvögel schrien. Natürlich beharrt er und muss das ja auch als Revolutionär auf der Bedeutung von Massenwirksamkeit. Und deswegen rechtfertigt er die auch immer wieder, auch an Stellen, wo es mit dem, was er selbst tut, nun schon gar nichts mehr zu tun hat, etwa wenn er den Sommerhit, den einstigen Sommerhit La Paloma Bianca von einer scheußlichen holländischen Musikgruppe geträllert, gepriesen hat dafür, dass da eine weiße Taube drin vorkomme und das doch immerhin besser sei, als wenn über Kriegerisches oder eben Albernes gesungen würde. Warum dann, wenn er das für ganz gut hält, dass sowas produziert wird. Warum tut er das selbst nicht? Natürlich, weil er weiß, dass es wirkungslos ist. Er würde es ja nicht so dumm und geschmacklos anstellen, wie die das angestellt haben. Er könnte immer noch sagen, es ist meins, ist aber noch ganz ordentlich, auch wenn alles rhythmisch mitklatscht. Und dennoch, er macht's nicht mit. Er haut, so ist mein Eindruck, sehr bewusst seinem Publikum diese Sentimentalitäten kaputt. Er zwingt sie ohne rhythmisches Klatschen und mit Dissonanzen, sowohl textlichen wie musikalischen, zum Denken.